Hey, hallo Leute, jetzt kommt ein T4-Vlog. Die T4-Vlogs sind kontinuierlich hintereinander. Das, was ich so erlebe, das, was ich so tue, es ist jetzt manchmal ein spezielleres Thema dabei, wenn irgendwas gemacht wird, wenn irgendwas ausprobiert wird, aber normal. Also geht es hier einfach on the road, Road-Movie-Style und ich hoffe, ihr seid dabei. Yeah, back to the roots. Silbernes Besteck, goldener Retriever. Also gut, diese Platte 1,80 mal 60, die hat mich jetzt 35 Euro gekostet. Und ich habe hier diese Spezialschnäppchen gemacht. Da muss man echt Glück haben, an welchem Tag man kommt. Das sind alles Fahrzeugbauplatten, Siebdruckplatten in verschiedenen Größen noch. Könnte man dann natürlich die Reste nicht mehr zurechtschneiden lassen, aber die kann ich definitiv gebrauchen, definitiv. So, und jetzt wollen wir mal schauen, dass da draus eine Liege wird. Ja, so sollte es dann vorläufig erstmal aussehen. Man muss es jetzt nur noch verschrauben hier unten. Beziehungsweise hier hinten wird dann noch die beiden Stelzen hinten verbunden. Hier habe ich mir was einfallen lassen, dass man trotzdem noch an die schöne Klappe hier rankommt. Und das, was jetzt oben ist, die Leiste, die jetzt oben ist, soll dann unten dran. Und so wird das Ganze verschraubt. Ist jetzt alles noch ungeschliffen, sehr rau, aber das reicht eigentlich. Das ist eine 12er Siebdruckplatte, super, super stabil. Das ist kurzes Probesitzen und es ist ganz anders. Es ist ganz anders. Man sitzt jetzt hier schön, ja, knapp bis zur Decke, kann man gut sitzen. Mache anlehnen und hier dann die Küche. Ja, der Subwoofer, der nimmt zwar einen Haufen Platz weg, aber ja, was soll ich sagen, ich als Mit-30er machen wir immer noch den Spaß, da noch schön laut die Musik zu hören und mit viel Bass. Das kann man ja immer noch verändern. Genauso diese Streben hier, diese verkreuzen, ob ich die raus tue und dann da einen Zwischenboden rein. Muss man alles sehen. Mir war sehr wichtig. Jetzt steht erstmal das Bett. Einer meiner Lieblingsplätze und niemand da, weil es ein bisschen regnet. Es tröpfelt. Bestes Leben, oder? Wenn es regnet, kein Sack draußen. Ja, und für mich gibt es jetzt erstmal auf der neuen Bank ein Feschbar. Lecker Schweizer Wurstsalat und ein Semmel. Ein Brötchen. Ein Becken. Ja, während ich hier so sitze und schlemme, kommt auch gleich die Träumerei. Was kommt hier als nächstes rein? Was baue ich da rein? Was mache ich da? Und was ich, was sollte hier in der Höhe sein von dem Fenster, dass ich da eine gescheite Höhe habe. Und noch ein Teil von dem Tisch, Schrank, Regal oder was auch immer
sollte dann zu mir klappbar sein. So wie jetzt auch das Brett da, nur ja, gute 20 cm Höhe. Ach ja, der Bauch ist vollgeschlagen. Am liebsten wäre mir jetzt gerade ein Nickerchen, aber ich habe noch so einige Sachen zu erledigen. Ich habe mir jetzt nur kurz die Zeit genommen. Und ja, ich will aber heute auf jeden Fall dann einen Overnighter machen mit der neuen Bank, mit dem neuen Bett. Ja, das hat was. Also so in etwa habe ich mir das auch vorgestellt und ja, das ist jetzt ganz okay. Hey Bruder, das war mal ein kurzer Besuch. Schade, schade. Aber okay, wir sehen uns heute Nacht wieder. Und mal sehen, wo ich stehe, eventuell vor deiner Haustür. Jetzt bin ich ganz woanders, als ich ursprünglich hin wollte, aber schon mal nicht schlecht. Wanderparkplatz ist es hier und Mülleimer hat's. Dieser Bereich wird Video überwacht. Okay, ja, cool. Dann können wir doppelt filmen. Es ist relativ nah an der Straße. Und hier ist ein Bach. Ich weiß nicht, ob man hören kann. Wir werden morgen früh mal anschauen.